Was ich super cool und witzig fand, ist dieses eine ominöse Land hier oben, das da fehlt. Und für eure nächste Urlaubsplanung, wenn ihr mal wirklich zeugenfrei Urlaub machen wollt, gibt es hier jetzt eine Abschlussgeschichte. Und zwar, wenn ihr alle Zahlen bzw. alle 240 Länder miteinander vergleicht, ja, von 2020 zu 2021, wo es ja nur noch 239 Länder waren, wenn ihr alle vergleicht und ich habe mir den Spaß angetan für euch, dann findet ihr heraus, dass, genau, dass diese Insel hier, ja, die Norfolk Islands, da gibt es keine Zeugen mehr seit 2021. Und dazu gibt es auch eine Geschichte, eine vielleicht sehr traurige Geschichte. Wo sind die Norfolk Islands? Einige wissen sicherlich von euch, ihr seht es hier, die sind genau oberhalb von Neuseeland, ca. 1500 Kilometer von Sydney entfernt. Und wenn ihr mal guckt, und zwar ist mir aufgefallen, dass in der Literatur der Jehovas Zeugen ziemlich viel Werbung um die Norfolk Islands immer wieder gemacht wurde. Da gab es schon mal Erwachet-Artikel über die Norfolk Islands, wie schön das da ist. Und es wurde auch immer wieder darauf referenziert. Witzig ist, dass die Norfolk Islands, ihr wisst, Australien war ja für Europa eigentlich so ein Abschiebelager von Verbrechern gewesen. Ja, so im 16., 17., 18. Jahrhundert, ja. Gerade wo die britische Krone Strafgefangene abgeschoben hat nach Australien, ja. Und witzig ist, dass Australien selbst dann auch mal Strafkolonien eröffnet hat. Und eine dieser Strafkolonien war die Norfolk Island. Also von den Verbrechern wurden die Verbrecher dann auch mal auf die Norfolk Islands geschoben. Und die Norfolk Islands sind ja ziemlich klein. Da gibt es ja nur ca. 2000 Einwohner. Ihr seht, hier ist ein Flugplatz mit zwei Starts- und Landebahnen. An der Stelle, die werden auch einen Hafen sicherlich haben. Aber 1500 Kilometer von Sydney weg, boah, das ist schon echt eine Geschichte, da hinzukommen. Und auf den Norfolk Islands gab es immer, und ich habe mir die Zahlen angeguckt, gab es immer sechs, sieben Verkündiger nur von den letzten Jahren. Ja, das hat immer so vor sich hingedumpelt, eine Versammlung, und ihr seht, eine kleine Insel mit nur so wenig Leuten und eine Versammlung denn mit sechs Personen, das war ja schon echt zart. Und deswegen gab es dann hier unter dem Artikel, sie boten bereitwillig ihre Hilfe an aus Ozeanien, das war von 2000. 16 im Erwachet. Und zwar ist hier die Geschichte über diese nette Familie, die nämlich im Jahr 2011 auf die Norfolk-Insel gezogen ist, ja, mit ihren zwei Kindern. Ihr seht es, Papa mit der Mama und den zwei Kindern, die sind von Australien dahin gezogen, um da zu helfen und sich als Familie einzusetzen. Die Shane, der René und die beiden Kinder. Und damit ist dann die Verkündigerzahl dort ein bisschen hochgegangen. Und zum Dienstjahr 2012 war es gewesen. Und man sieht, es wurde hier auch dann nochmal extra Werbung gemacht bei Jehovas Zeugen, die Norfolk-Insel als eigener Inselstaat. Auch hier gibt es Jehovas Zeugen, die bereitwillig predigen. Und ich finde, das Bild ist ganz witzig, wenn ihr das mal ganz genau anschaut, dass man hier den Bruder, das ist nämlich der Bruder, den wir hier von dem Bildfilm gesehen haben. Und da im Hintergrund ist seine Frau mit den beiden Kindern, das junge Mädel und der Junge. Sprich, die beiden wurden, oder die vier, die hier auch wunderschön abgebildet sind, wurde auch ein schönes Werbefoto auf JW.org gemacht, wie ein älteren Herrn gepredigt wird. Das wird wahrscheinlich ein älterer Bruder gewesen sein. Und da liegt meine Vermutung ganz nah, dass diese Insel, dass es da wahrscheinlich nur ein paar ältere Brüder gab, die dort mal assimiliert wurden. Und diese junge Familie ist dann dorthin gezogen mit den zwei Kindern. Wie gesagt, das war 2011 gewesen. Ja, also jetzt vor 10 Jahren knapp. Die Kinder waren zu dem Alter, waren sie jetzt, ich glaube, 11 und 14, heißt es hier in dem Bericht. Ja, also die müssten jetzt dann irgendwas um die 20 sein, die Kinder. Aber wenn du auf so einer kleinen Insel bist, ja, mit zwei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, keine Partnerauswahl, weil es nur, ja, sieben, acht Verkündiger gibt und nur ältere Leute, das muss echt zart sein, echt schwierig. Und von daher fällt die Norfolk-Insel jetzt als Verkündigergebiet raus bei Jehovas Zeugen, weil es in den Grand Totals, also in den Gesamtzahlen von 2021, gibt es keine Zeugen Jehovas mehr auf der Norfolk-Insel. Ich vermute mal, dass diese liebe Familie hier weggezogen ist, wieder nach knapp 9 oder 10 Jahren.
Die Kinder werden jetzt auch schon, wie gesagt, um die 20 sein. Auf dem Brief hat er, und da hat er sogar noch seinen Brief in der Hand und da checken sie gerade die Insel. Ach, ist das aufregend für damals für die gewesen. Aber dies Romantische ist jetzt auch vorbei. Man ist auf dem Boden der Realität aufgeschlagen. Alle älteren Brüder und Verkündiger auf dieser Insel werden wahrscheinlich verstorben sein. Neue Leute konnten in den letzten 10 Jahren nicht assimiliert werden auf der Insel. Und damit ist auch diese Versammlung auf den Norfolk-Inseln aufgelöst worden. Vielleicht hat die Royal Commission damit ja auch was zu tun, dass das bei denen angekommen ist, was Jehovas Zeugen in Australien sich dort geleistet haben. Aber wie gesagt, ein ganz heißer Tipp von mir, wenn ihr mal zeugenfrei Urlaub machen wollt, es gibt wieder ein Land auf der Erde, das zeugenfrei ist, die Norfolk-Inseln. Da kann man dann ganz entspannt Urlaub machen, ohne Angst zu haben, dass einen ein wilder Trolley angreift. Unglaublich. Ja, das ist aber für heute alles, was ich auch dazu zu sagen habe. Wenn ihr noch Gedanken dazu habt, ihr wisst, ihr kennt das, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Das wird mir echt Spaß machen. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Vergesst nicht, Abo, Daumen nach oben, die ganze Geschichte und lasst uns hier eine liebe kleine Community aufbauen, die sich ein bisschen miteinander austauscht und in respektvollen und spaßigen Umgang miteinander über die Erlebnisse bei Jehovas Zeugen spricht und diese Organisation und ihre Entwicklung weiterhin beobachtet. Und die Entwicklung ist eindeutig bergabwärts. Weiterhin. Es wurden zwar jetzt die Voraussetzungen massiv angepasst und damit konnte man an einem knappen Nullerergebnis mit 0,66% Zuwachs nochmal dran vorbeischrammen, aber ich glaube, so an Möglichkeiten ist es denn langsam ausgeschöpft für die Führung der Jehovas-Zeugen, um diese Zahlen weiterhin ins Positive zu retten und auch in den nächsten Jahren positive Ergebnisse auf der Mitglieder- oder Aktionärs-, nein, wie heißt es, Stakeholder-Versammlung der Jehovas-Zeugen, sprich auf der Jahresabschlussversammlung, dann bekannt geben zu können. Wir werden das weiterhin gemeinsam hier beobachten und haben Spaß dabei. Auch wenn es weiterhin Minuszahlen sein sollten, ihr wisst, Robert Lucioni, ich blende es nochmal ein, es ist unglaublich, es ist immer ein Wachstum bei Jehovas Zeugen, es ist immer, es wird alles als Gold verkauft, das vorher Kupfer war, es ist unter dem Segen Jehovas ganz, ganz klar zu sehen und es wird immer als Wachstum verkauft, immer, auch wenn es in Wirklichkeit ein negatives Wachstum ist. Ja. Auch sowas. Ich sag nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.